Hallo und herzlich willkommen bei Grausig gemeinsam durchgelitten Dark Souls 2. Hallo. Wir werden jetzt hier... Nee, da geht's im Turm. Da lang. Genau. Ja, ich werde jetzt versuchen, hier den Weg... Wir sehen erstmal kurz holen. Wimmelt der da wieder? Ja, da frisst wieder das Gras. So. Also wieder hinten. Ah, okay, die kommen aber scheinbar die wirklich kommen, erst... Die kommen, sobald man den Typen anscheinend an, oder? Vielleicht sind sie auch hier in diesem Gebiet friedlebend und... Die begreifen sie einfach an, naja. So. Einfach mal tot. Ja, ich habe mich in der letzten Folge ein bisschen doof angestellt. Leider haben sie mich alle drei gleichzeitig mit ihren Giftwaffen erwischt. Wo ich dann vergiftet war und dachte, der Lebensstand reicht vielleicht aus, um das entgegenzuheilen. Allerdings reicht das nicht aus. So. So, das war jetzt mal die. Gebiet gesichert. Genau, und jetzt schauen wir mal ganz kurz, was ist denn hier links weiter? Du tanzt, tanzen Blumen im Wind. Und Gras und so weiter. Gebüsch. Grünzeug. Und da ist noch einer, der mit Matsch wirft. Oder ja, Stein. Vielleicht ist es auch sein eigener Kot, man weiß es nicht. Jetzt stammeln sie von Affen ab. Ach, guck mal, da ist der Gegenstand, den wir von unten gesehen hatten, der da an der Klippe hängt. Fantastisch. So, kommt keiner. Kommt keiner. Lebensstein, auch immer gern gesehen. Und Ring der Lebenssicherung. Was ist das denn? So, jetzt haben wir auch keinen Ring mehr, der zerbrechen kann. Das ist schön. Ach gut, wir haben den aber noch. Ach so, aber zerbrochen. Ach, warte mal, kann es sein, dass man jetzt einfach reparieren kann? Das kann auch sein. Hebt tot auf, zerbricht jedoch. Doch. Was? Der göttliche Ring wacht über das Leben des Trägers. Er wurde von Schülern von Ronens dem Weißen, dem Weisen von Lindelt, erschaffen. Die außerordentlichen Schutzkräfte bewahren euch vor jeglichen Verlusten bei Tod. Doch zerbricht der Ring, nachdem seine Macht eingesetzt wurde. Ich glaube, hier Tod auf ist falsch übersetzt. Ich glaube, es ist ja Ring of Sacrifice, dass man die Seelen nicht verliert. Ja. Ja, das. Na gut, können wir natürlich mal... Tod auf wäre natürlich geil, so ein Second Chance. Ja, vor allem beim Boss irgendwie. Aber gut, ja, den... Huch! Wer ist das denn? Die sieht aus wie eine Dänenwache. Ja. Was ist die Dänenwache? Aha, jetzt fangen sie wieder an mit... Das ehemalige Boss ist auf einmal als normale Monster auftreten. Oh! Ah, Vorsicht! Eieieiei! Ja, ich gehe noch einmal in den Rückwärtsgang. Lass mich in den Rückwärtsgang gehen. Kleine Mistvieh. Ha, da hängen sie aneinander fest. Ja, sehr schön. So. So, also, auf ein neues. Zurück. Ja, das haben sie in Dark Souls auch schon gemacht, dass dann irgendwann der... Gargoyle, nicht, doch, der Gargoyle. Doch, der Gargoyle. Der Gargoyle, der Taurus-Dämon und der Capra-Dämon als normale Gegner kamen. Ja. Allerdings zu einem Zeitpunkt, wo sie dann absolut kein Problem mehr waren. Und der scheint jetzt auch nicht so das Mega-Problem zu sein. Ja, man muss auch aufpassen, wenn er einen erwischt, naja, wenn dann... er trifft, macht's Aua. Von und er setzt jetzt auch sehr viel mehr den Schwert-Heini ein. Ja, aber dafür ist er schon tot. Und er bringt aber 3080 Seelen. Glitzerndes Titanit. Oh, damit können wir den Speer von Pate zum Beispiel verbessern. Um einen verbessern, ja. Und siehst du, er hat einen Gegenstand bewacht. Und zwar Drachentöter Halbmondaxt und goldener Falkenschild. Und da kann man irgendwann von der anderen Seite noch wieder ran. Ja. Man könnte jetzt wieder damit anfangen, dass jeder normale Held hier rüberklettern könnte. Aber das lassen wir mal. So. Gucken wir noch ganz kurz. Goldener. Da oben rechts. Da oben, oh, der sieht geil aus. Aber, ja, ist aber halt gut okay, gegen, wenn Magiegegner mal kommt, dann... Magie. Kleiner, von den Vogeln Falkenern getragener Schild, wirkt aus der Entfernung wie ein schimmernder goldener Falke. Die Furchthaftigkeit der einheimischen Folgensoldaten ist legendär. Folgensoldaten ist legendär. Es überrascht daher nicht, dass zum Ausgleich dieser Gruppe von Falkner-Söldnern angehört wurde. Oh, das war krass. Alter, hast du mich gerade erschrocken? Ja, das Gras hat so geschwungen und war dann plötzlich im Bild, so. Sehr gut, Grauto lässt sich von Gras erschrecken. Ausgleich dieser Gruppe von Falkner-Söldnern angeheuert wurde. Die Falkner trauen gerüchtigerweise niemandem und verlangen sofortige, vollständige Bezahlung. Verwundern sollte dies jedoch nicht. Sie leisten viel mehr als das, wofür sie bezahlt werden, und dessen sind sie sich auch bewusst. Oh, und hier? Okay. Drachentöter Halbmondaxt. Die geliebte Axt des edlen Lothian ohne Schild, ehemals aus Porossa. Von der haben wir schon was gehört, von Lothian ohne Schild. Ja. Kein Krieger konnte der Wucht des unbesiegbaren Lothian standhalten, doch er zog sich plötzlich vom Schlachtfeld zurück und man hörte nie wieder etwas von ihm.
Einige behaupten, er wurde der Schwäche seiner menschlichen Feinde überdrüssig und zog aus, um den legendären Drachen zu töten. So, wir können sie nicht tragen, aber ich lege sie trotzdem einfach mal. Oh, jetzt habe ich sie in die linke Hand genommen. Egal. Was? Interessant. Ups. Ja, aber gut, 18 Stärke. Die nächste eher auf Stärke ausgelegte Waffe. Na. Von denen gibt es ja so wenig. Also langsam ist es schon langsam echt. Also gut, blöd, ist jetzt keine richtige Stärkewaffe. 18 braucht die. Naja, aber trotzdem, wir finden viel mehr Sachen halt wirklich, die für Stärke sind, anstatt für Geschicklichkeit. Das ist langsam etwas doof. Hätten wir vielleicht damals doch wirklich ein Stärkebild machen sollen. Ja. Aber wussten wir ja zu dem. Huch! Schrein des Winters. Okay. Okay, aber da scheinen wir nicht. Sucht mächtigere Seelen. Okay, also wir merken uns, auf dem linken Pfad ist der Schrein des Winters. Interessant. Wo ist denn der Block? Hinter mir. Kann ich mal kurz aufschreiben. Wir haben ja unser kleines Notizgedöns hier, wo wir alles irgendwie aufschreiben. Ja, weil wir kennen uns und wissen, dass wir sonst die Hälfte vergessen. Richtig. Also Schattenwald. Achso, das kann man natürlich, Pharos, Leiter runter, das haben wir ja schon fertig. Und verlorene Festung bei den vielen Hunden Pharos Versteck haben wir auch fertig. Und Leiter in verlorene Festung, wo die Jägerin war, haben wir auch fertig. Ja, okay. So, Schattenwald. Was? Geh jetzt wieder dahin, weil ich denke mal, auf den Turm steuern wir als letztes zu, oder? Den schwarzen großen Turm. Deswegen begebe ich mich jetzt wieder dahin, wo wir gerade so grandios unsere Rüstung zerschmettert bekommen. Ja, das sind wir auch zum dunklen Turm, dass wir hingehen können. Ja, aber der steht so zentral. Ach so, finde, na gut. Dann geh erstmal da lang. Der sollte schon das Highlight des Gebietes sein. Schattenwald, Weggabelung. Links. Schrein des Winters. Mächtigen Seelen. Mehrere gleich, ne? Sammelt mächtigere Seelen. Ja. Also vielleicht muss man da die vier Fürsten auch besiegen, dann ist da so ein optionaler Boss drin oder so. Kann sein. Oder ein Eid oder... Oder ein Gegenstand oder keine Ahnung was. Ich hab die Kiste doch zerstört, was verfügt mich denn jetzt hier noch? Das Ding, was da ganz außen stand. Nicht hier oben, sondern an der Seite. So. Ja. Dann kommt der erste Hugo und der zweite Hugo kommt auch gleich hinterher. Oh, war ich mit dem Kampffeld hier ganz zufrieden. Oh, jetzt kann ich sowieso auch nur einer zukommen. Oh, nur ein Hugo. Nee, nee, da kommt der zweite Hugo. Und. Ei! Boah, ist ja klar. Oh, und der dritte auch. Ich Ach war doch, der dritte. So nah dran. Ey, das ist natürlich doof. Ei! Sehr schön, der erste tot. Konnte man hier hinten runterrollen? Da links. Oder einer scheint zurück, gut. Na gut, okay. Ja. Der eine Hugo wollte nicht mehr. Bleib stehen! Hugo! Ja, bitte! Sie wünschen? Nee, ich verfluch mich extra für dich. Nee, ich gehe zurück, ich will zu Riesenquarki. Das ist mein bester Freund. Aua! Scheiße! Autsch! Da hat er mal einen neuen Kampfmove ausprobiert, der liebe Hugo. Ja, so hätte ich Hugo doch nie gehen lassen. Ja! Lass Hugo gehen! Nicht Hugo allein! Oh Gott! Ich bin so scheiße! Okay, gut, du hast bis jetzt noch nicht einen von denen besiegt. Nee. Aber... Kann sein, dass du gleich eh wieder dran bist. Ach guck, wir haben schon 8500 Seelen schon wieder. Ja, schade, dass man sie nicht mitnehmen kann, sonst... Oh Gott. Oh Mann. Ja, also gerade ist der Linke mitgekommen, ich weiß nicht so richtig warum. Oh Mann. Leave him alone.
Das war schon echt gut. So. Du. Und bei dir kommt nur einer oder was? Nee, da kommt der zweite. Ja. Ich habe auch meinen. Aber der dritte kommt nicht. Ah! Verdammt, ich bin noch einmal erwischt. Boah, dabei ist einer von denen eigentlich wirklich draufhauen, wegrollen, draufhauen, wegrollen. So. Ist dir aufgefallen, dass die den das Soundfile von den Ziegenviechern aus Diablo 2 haben? Dieses. Echt? Kannst du jetzt nicht, also so ist kurz Diablo 2? Glaube schon. Also es klingt ähnlich, sie werden nicht haargenau dasselbe mit haben. Nein, es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, ja, das ist von Diablo 2 der Sound. Okay. Interessant. Das hätte ich jetzt nicht erkannt. So. Ist befasst. Mich doch! Räche mich! Tue ich! Jawohl! Er ist tot! Ich muss da drin bei den Giftfässern auch nochmal gucken. Da kann ja auch irgendwas noch sein, was. Ach so. Der Held kann sich nicht dünn machen. Er ist fett. Bleh. Na, eins da, ein so ein Ding ist da drin. Naja. Schnell das Richtige aussortieren, da hinten. Ach! Okay, was heißt das jetzt? Ach, das ist glaube ich wirklich... Okay, dann bleib einfach mal hier in Ruhe stehen, weil verflucht war, soweit wir es gesehen haben. Einfach nur, dass man massiv mehr Schaden kriegt. So war es zumindest bei dem Verfolger. Dass er danach nur noch einen Schlag gebraucht hat. Wir können mal ganz kurz gucken, unsere Ausrüstung... Nö, ist auch nichts kaputt. Ist auch schon wieder vorbei. Ja. Stimmt, Das ist merkwürdig. Ist ja noch eins. Keine Ahnung. Unten wahrscheinlich. Unten wahrscheinlich, ja. Waffen zu verfluchen! Oh Gott, jetzt ist es dunkel. Nee, unten scheinbar aber auch nicht, weil... Ach, hier geht's auch noch... Ah, da! Ah! Böses. Ich hab irgendwie Angst, dagegen zu schlagen. Hau dagegen! Okay. Huh. Okay. Der ist tapferen Krieger... Pharos Wahrheit zerstört! Da regnet es Pharos Wahrheit... ...fair... ...dings. Versteck. Okay, also hier geht's auch noch lang. Was bist du? Ein Skorpion. Mit großen Klauen und kleinen Stacheln. Und ein Mensch obendrauf. Tja, Krilaks Schwester oder Bruder. Irgendwie oder so. Und da haben wir schon so einen Topf. Wer erfindet verfluchte Töpfe? Oh! Salamanda! Da steht! In beide Hände, nimm's in beide Hände. Ah! Satz. Nein! Oh. Ja, hier schon, das ist eine blöde Mauer. Ah! Mist. Naja. Gut, wir wissen ja, dass hier noch einer ist, also wir können auch mal hier zurückkommen. Kiste. Kiste. Hallo Kiste. Kiste. Sense. Finsternis. Mhm. Was kann denn diese Sense? Zu schwer sein. Oh. Eine Hellebarde ist das. Oh. Macht Finsternisschaden. Ist zu schwer, braucht Stärke. Na gut. Achso, wir können auch ganz kurz gucken. Ich meine, unsere Waffen sind ja auch völlig in Ordnung eigentlich. Ach, da steht auch nur, ja gut. Warum nennt sie denn das Sense? Ist eine Hellebarde, ist auch keine Sense. Egal. Naja, ich glaube, es ist einfach Typ Hellebarde. Komisch. Ich überlege gerade einfach runter zu hüpfen, aber irgendwie. Ich schaue mich erstmal weiter draußen noch um. So, da wir gelernt haben, auf YouTube darf man ab jetzt keine Schleichwerbung mehr machen. Darf man nicht? Darf man nicht. Gab ja den großen Skandal. Dass Waititi und Co. ab und zu mal eine Cola ins Bild halten oder so. Ja, ja, stimmt. Wo ich so dachte, meine Fresse. Ja. Deshalb. Wir trinken jetzt ein Getränk unbekannter Herkunft. Klangschütterling und drei Fackeln haben wir wieder bekommen. Okay. Mehr scheint hier hinten nichts zu sein. Ja, wir trinken wieder ein gewisses Getränk namens Alk.ol. Du noch nicht, ne? Ah, nee, ich hab grad erst Cola aufgefüllt. Das kann man ganz schnell ändern. Aber die Flasche steht bei mir. So. Jedenfalls ist das Getränk oder erfunden von einem gewissen Martin Ini. Fängst du auch schon so an. So. Martin Ini ist vor allem falsch. Martin Ini hieß ja. Ja. Sagen wir Martin Ini, dann fällt es noch weniger auf. Okay. So, hier kann man anscheinend drüber hüpfen. Zerrollt. Aha. Was haben wir denn hier in der Kiste?
Kiste öffne ich! Titanit, Brocken und versteinerte Drachenknochen. Oh, das müsste ein Titanite Slap sein. Also der quasi das Maximale macht. Also der Brocken ist bei Dings, ne? Ach so, ja. Ja, Brocken. Versteinerte Drachenknochen. Verstärkt besondere Ausrüstung. Oh. Ein großer versteinerter Knochen, verstärkt aus speziellen Seelen gefertigte Ausrüstung, wird für gewöhnlich als Drachenknochen bezeichnet. Dann brauchen wir davon mehr. Dieser Name ist allerdings in Zweifel zu ziehen. Dieser versteinerte Knochen verfügt jedenfalls über enorme Kräfte. Oh. Ja, ich fände es schon geil, mein Schwert mit Drachenknochen zu verbessern. Ja. Hui, das war doof. Egal. So, das so. Ist da an der Seite alles gut. Dann haben wir noch Riesenquarki jetzt da. So. Hallo Riesenquarki, ich hab... Der guckt einfach, diese Glubschaugen. Ja, da ist das Loch. Das ja, was jetzt auch offen ist. Guck mal, wie schnell das geht. Ach da, oh, da sind zwei oder drei Stück von denen. Okay. Gut, dann kommen wir mal hierher. Hier ist schön, hier habe ich schon alle Fässer kaputt gemacht. Ich finde es schön, wie der Frosch immer mal zwischendurch sein von sich gibt, nur damit man weiß, dass er da ist. Verdammt. So. Ja. Souverän. So. Der Yahoo ist auch Geschichte. Ja, dann würde ich sagen. Quarki, warte noch ganz kurz. Ich schaue mich noch ganz kurz da hinten um. Ja, wie sie da hinten in die Ecke. Das Item habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte nur die Kiste zerstören. Wie sie da einfach hinten ein Item hinlegen. Damit man auf jeden Fall darüber rennt. Ja. Ein Stein! Auf dieser Arschgeige. Oh, das ist gemein. Was haben wir noch hier hinten? Gott, diese Entwickler sind so awesome. Hier hinten ist gar nichts. Das ist ein Geräusch. Weißt du, was auch sein kann, dass die Frösche dann jetzt versteinern? Das kann natürlich sein, ja. Weil sie, wenn sie einen verflucht haben, haben sie auch schon versteinert. Ja. Im ersten Teil. Wäre auch geil, wenn man dann keinen Duftzweig hat, dann steht man da und hat verloren. Tja, du. 20 Stunden gespielt, das ist uns doch egal. Ja. Wusstest du, dass das ein bisschen Trivia am Rande, ja, dass das Urkonzept von Demon's Souls tatsächlich war, wenn man tot ist, ist das Spiel vorbei? Was? Also ursprünglich, ganz ursprünglich, schon wieder so einer. Ganz ursprünglich war es so gedacht, wenn man tot ist, ist man tot. Du Scheiße. Quasi Hardcore-Modus. Permadeath. Krass. Okay, wir hatten das hier noch eine Stadt. Ja, da ist eine Truhe. Bei Riesenfrosch. Riesenquarki. Da sind Verfluchungsfässer. Bonfire hieß überwucherte Ruinen. Wie ist das passiert? Ich bin gerade durchs Gebüsch gelaufen und auf einmal bin ich reingefallen. Krass, du findest Secrets. Krass, cool, da sitzt jemand. Im Rollstuhl. Hallo Gandalf. Gandalf im Rollstuhl? Ja, der wird auch nicht jünger. So, aber was Gandalf uns zu sagen hat, das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Wenn es wieder heißt, grausig gemeinsam durchgelitten, Dark Souls 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.